bin so froh. Zur 700. ist's vielleicht nicht mehr so. Mein Hallo Freunde kommt dann sicher etwas stiller. Und wenn ich Pech hab, sag ich gleich Hexenschüss, euer Ilja. Doch wer kann wissen, was ich mit 80 leist, wenn ein Sammy Davis mit 50 immer noch Junior heißt. Seine Kondition, also die hätt ich nicht. Nach Sammys Mammut-Show, so stand's im Zeitungsbericht, erklärte er mit Pep den Step 6 Damen in seiner Suite. Wer ist bis früh um 5 um Nachwuchs so bemüht? Well, I'm a song and dance man. Come and get around me and clap your hands. Das ist Sammy, wie die Fans kennen. Er braucht keinen Glamour wie die Glitterband. Den Smoking lehnt er sowieso ab. Selbstverständlich auch den Frack. I'm Sammy. Und das genügt. That's a Sammy Davis Junior Show. Nun gratuliert mir ein sehr beliebter Künstler zur 70. Disco, der heute selbst ein Jubiläum feiert. Ja, er singt zum 100.000. Male Ein Bett im Kornfeld. Jürgen Drews. Sommerabend, ich stand am Straßenrand und hielt den Daumen. Herr Drews. Ja, bitte? Sehr interessant. Sie hielten also Autos an. Sie wissen, dass es nicht erlaubt. Keine weitere Verbreitung. Bitte sehr, die Sendeleitung. Auf einem Fahrrad kam da ein Mädchen näher. Herr Drews, ein Mädchen am Abend ohne Aufsicht auf einem Fahrrad? Wir bitten Sie sehr. Familienprogramm. Also in dieser Richtung nichts mehr. Bitte. Tja. Ein Bett im Kornfeld machte ich für uns zwei, denn es war Sommer. Und was ist schon dabei? Die Grillen sangen. Was sangen die Grillen? Na zirp, zirp, zirp. Dankeschön, jetzt weiß ich Bescheid. Und wer hat von dem Zirp, Zirp, Zirp das Copyright? Die Rechte also. Na, wir müssen doch wissen, wer der Verleger ist. Und wer der Texter, wer der Komponist. Fassen Sie das jetzt alles bitte nicht auf als Zensur. Wir bitten Sie um eine ganze Kleinigkeit nur. Sie werden sicher die erwünschten Genehmigungen erwirken. Und dann, aber erst dann, dürfen die Grillen in ihrem Kornfeldlied zirpen. Nur keine Panik, Udo Lindenberg. Ich sitze in der Wohnung, piekfeiner Acker, mit Alsterblick und denk mir, wo bleibt denn der Macker, dem das alles gehört? Auf einmal haut's mich lang, ich wart auf mich in meinem eigenen Appartement. Ich steh vor dem Wagen, ist nicht grad ein kleiner, denk, wann wirst du sowas haben? Dabei ist es schon meiner, ja, mir ist eben nicht mehr alles klar, als Udo, ratlos, Superstar. Nur keine Panik, ich mach mich nicht länger für die Kohle kaputt. Ich hab einen Freund, der hat nur 1 Million. Und lebt damit schließlich auch ganz gut. Und überhaupt eins ist mir völlig klar, aus Udo dem bescheidenen Superstar sollen die Fans nicht gleich einen Halbgott machen. Das stinkt mir, ich lieb nur ganze Sachen.
Und außerdem protestier ich gern gegen den Schlagersänger Tanzbären Schritt, der liegt mir fern, obwohl ich selbst manchmal nicht weiß, wo man die Hände lässt. Was glauben Sie, warum halte ich mich hier so am Saxophon fest? Aber dafür sprengen meine Texte jeden Rahmen. Deshalb ist es doch ein Hohn, schauen Sie mal in ein Lexikon. Sie finden Heine, Tucholsky, nur ich steh nicht drin. Naja, mir scheint, dass ich den Herrn noch zu lebendig bin. Christiane Rücker spielt heute Abend zum 100. Male die Gigi. Schaut von Anfang an ganz abonnement freundlich ins Parkett. Erst besingt mich ein älterer, dann ein junger Patron. Am Schluss krieg ich doch noch den Zuckerbaron. Und das ist eine ganz dramaturgische List. Weil Armut im ersten Akt noch romantisch, aber dann nicht mehr abendfüllend ist. Und das kommt nun an? Oh ja, kolossal, sage ich dir. Ich hab auch ganz zufällig ein paar Kritiken bei mir. Na, wollen wir mal sehen. Man traut ihr nicht zu, diese Brutalität, die ganz ihrem Äußeren entgegensteht. Als man sie fragte, taten sie wirklich Arsenens, Baiser mit Banane, sagte sie, na ja, aber bitte mit Sahne. Halt mal, Moment, ich versteh ja kein Wort. Trottel, du liest ja den Gerichtsreport. Also Michael Schanze, wäre das nie passiert. Und überhaupt, den hätten sogar die Neandertaler akzeptiert. Schnell die Keule aus dem Schrank. Da geht jemand vorüber, den ich sehr gut kannte. Ist das nicht Eckhard Schmier? Vom Geröllheimer Kurier. Heut war seine Show nicht mein Bier, schrieb er neulich von mir. Dabei fiel diese Sendung grad an dem Abend aus. Keiner konnte sie sehen, doch er fand sie nicht schön. Und seitdem schreibt er nicht mehr im Voraus. Doch das gab's nur in der alten Steinzeit. Heut schreibt die Presse erst nach ner Show. Und über dich, wie ich so ahne, wir sind verrückert nach Christiane. Und über dich hoffentlich so 70 Diskos und kein bisschen heiser. Und liest man's nicht, so hauen wir keinem auf den Rumpf. Denn sind wir nun Neandertaler oder weiser? Wir sagen ganz zivilisiert, Kritik ist...